Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Der große Krieg ist vorbei, ist beendet worden, das Heilige Römische Reich ist besiegt worden in einem Abwehrkampf und das heißt nicht nur, dass Mecklenburg-Pommern in voller Pracht bestehen bleibt, sondern das heißt auch, dass unser slawischer Glaube bestehen bleibt, dass es keinen Grund, keine Notwendigkeit gibt, irgendwie überzutreten zum Katholizismus. Soweit dazu. Wir haben jetzt, weil wirklich viel Zeit auch vergangen ist während dieses Krieges, einiges andere zu klären. Wir müssen uns umschauen, denn es ist Interessantes passiert, auch Wichtiges passiert. Dazu komme ich gleich. Aber ich will noch mal kurz die Verwirrung aufklären hier vom letzten Mal mit diesem Krieg vom Bjarmaland. Ich habe einfach nicht genau genug geguckt, was hier los ist. Also ich will es noch mal erläutern, denn mir ist das jetzt klar, was hier los ist. Also Angreifer ist der Großbürgermeister Markus von Visby. Der hat angegriffen, der hat auch hier Besitztümer und sein Ziel war es, ja, den Rest des Herzogtums Karelien zu erobern. Das betrifft aber, und das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt, eigentlich nur diese eine Grafschaft, glaube ich. Den Rest besitzt er nämlich schon. Diese eine Grafschaft gehört aber zu Bjarmaland und die wollte er haben. Und Bjarmaland hat zwar hier einiges erobert, allerdings diese Grafschaft wohl verloren gehabt. Und das ist der Grund, warum jetzt irgendwie dieser Kriegsstolz gegen sie runtertickt. Und nun ist es, denke ich, relativ simpel. Sie haben nämlich, sie sind gerade dabei, das Ganze zurückzuerobern. Und insofern ist, glaube ich, das nicht so problematisch. Sie werden diesen Krieg, glaube ich, relativ simpel gewinnen. Was jetzt hier los ist mit den Grafschaften, die hier anders schraffiert sind, die von dem Oberhäuptling von Gualadad besetzt sind, der hat seinen eigenen Krieg gegen Schweden am Start. Und zwar will der auch Karelien erobern, von Visby wiederum, und besetzt dementsprechend das ebenso wie wir. Oder will das besetzen. Und jetzt ist das gewissermaßen so eine Art konkurrierende Belagerung, die hier stattfindet. Die Schweden belagern hier was zurück und wir belagern das zurück, damit wir das haben, damit unser Kriegsstand höher geht. Also ihr versteht, glaube ich, hoffentlich, was hier das Durcheinander ist. So, und damit ist das aufgeklärt. Wir werden mit der kleinen Truppe dort helfen und ich denke, das wird auch reichen, um diesen Krieg erfolgreich zu Ende zu führen. So, wir haben aber jetzt ein ganz anderes Thema und zwar Folgendes. Fällt euch irgendwas auf, wenn ihr hier mal so über Skandinavien schaut? Ja, mir ist es dann irgendwann auch aufgefallen. Es gibt kein Dänemark mehr. Es gibt kein Dänemark mehr. Norwegen hat offenbar hier diesen Krieg gegen ganz Dänemark gewonnen. Hat jetzt ein größeres Königreich Norwegen gegründet. Und hier gibt es noch ein paar einzelne Grafschaften. Schweden hat hier was und so weiter. Ja, und das bedeutet, dass jetzt genau das eintreten wird, was wir eigentlich verhindern wollten, nämlich, dass es jetzt zu einer echten Teilung kommt, nämlich dahingehend, dass ja schon ein großer Teil unseres Reiches ausscheiden würde und sich das Königreich Dänemark gründen würde. Ihr seht es, welche Gebiete dazugehören würden. Die würden dann an Kasimir gehen. Und natürlich die Grafschaft schon noch mit dazu, die wir jetzt halten. So, und ja, das ist jetzt natürlich eine spannende Frage. Wie tickt jetzt eigentlich jemand in dieser Zeit? Sagt er, das ist die Normalität? Oder sagt man, es ist gut, wenn das zusammengehalten wird? Das ist wirklich Mentalitätsgeschichte, glaube ich, unendlich schwierig zu ergründen. Es gab da auch historisch wirklich unterschiedliche Entwicklungen. Im Frankenreich war es tatsächlich so, dass die Carpetinger es dann spätestens durchgesetzt haben, dass es eben keine Erbteilung gab. In unseren Breitengraden oder hier im Heiligen Römischen Reich war die Erbteilung der Normalfall, muss man dann mal sagen. Bei den Slawen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt... Ja, es gab ja dann schon was, sowas wie slawische Dynastien, elbslawische Dynastien. Ich hatte über die gesprochen, über die Narkoniden. Inwieweit es dort Erbteilung gab, ist mir nicht bekannt. Ich habe nichts davon gelesen. Das ist also so ein ganz unklarer Fall. Ich würde mal sagen, das ist jetzt wirklich schwer zu entscheiden und ein bisschen willkürlich, aber ich würde schon mal sagen, dass unser König nach all diesen Anstrengungen und Mühen, dass er es wahrscheinlich präferieren würde, dass es zusammenbleibt. Und da müssen wir uns jetzt mal angucken, was das bedeutet. Und zwar die Situation sieht so aus. Die kleine Gräfin Jolanta würde tatsächlich
zustimmen, obwohl die Meinung negativ ist. Aber der Grund, warum sie zustimmen würde, ist, sie ist verschreckt. Weil unser Schrecken so hoch ist. Wir verlieren allerdings 0,5 Schrecken im Monat. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ab wann sie nicht mehr verschreckt ist. Da habe ich überhaupt keine Erfahrung. Weiß ich jetzt nicht. Das müssten wir natürlich aber nutzen. Wir haben jetzt nur Herzogin Jadwida, die sozusagen dagegen ist. Und da müssen wir mal über unseren Schatten springen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das erste ist, sie möchte einen Platz im Rat. Und den könnten wir ihr bieten. Das wäre durchaus möglich. Wir gucken mal. Also unreformiert können wir nichts machen, ehrgeizig können wir nichts machen, hohe Steuern. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo wir was machen können. Und das tut uns auch gar nicht so viel weh, wenn wir uns das mal angucken. Wir bekommen Steuern von... Ist sie überhaupt dabei? Jolanta... Na hier. 0,5. 0,5. Und zwar hat sie hier eine höhere Feudalsteuerstufe anstatt, wie war das hier? Normal sind 6%. Warum eigentlich 6%? Und so 9%. Also der Unterschied ist auf jeden Fall völlig irrelevant. Und ich glaube, das ist überhaupt kein Problem zu sagen, wir gehen hier zurück auf normal. Und dann verlieren wir auf jeden Fall schon mal minus 15 Beziehungen. So, das ist das Erste. Wir sind bei 56. Und das Zweite ist, dass wir sagen können, okay, Gräfin Miroslava ist jetzt auch nicht die Beste. 66 Meinungen. Beziehungsweise, ja, also die ist sowieso uns nicht wohlgesonnen. Wir könnten eigentlich tauschen und Herzogin Jadwiga hier zur Ratsverwalterin machen. Zumal sie ja mit unserem Sohn Prinz Kasimir verheiratet ist. Insofern familiäre Beziehung auch noch mal enger. Ich würde sagen, das ist nachvollziehbar. Sie hat 11, das ist okay. Weisen wir mal zu. Die andere wird mal wieder entlassen. Wir sind damit bei minus 6. So, und jetzt schauen wir mal. Hat sich da jetzt schon was getan an dieser Geschichte? Nee, sie ist immer noch dagegen. So, jetzt können wir natürlich abwarten, bis Tyrannei weg ist. Das sind aber nur minus 4. Wir könnten die persönliche Diplomatie noch mal ein bisschen ändern, indem unsere Frau uns dort hilft. Aber ich weiß nicht, ob das relevant ist. Ja, was jetzt natürlich noch gehen würde, und da müsste er über seinen Schatten springen, aber wie gesagt, er ist gierig, nicht unbedingt geizig. Und für diese Sache könnte man das eigentlich investieren. Aber er bekommt durch diese Aktion Anspannung und wir sind an einem kritischen Punkt. Sie würde auf jeden Fall Meinung gewinnen. Ich könnte mir Folgendes vorstellen, dass wir in dieser Situation uns zurückziehen und genau über diese Sache nachdenken. Wie gehen wir mit dieser Königreich-Frage um und so weiter? Wir ziehen uns also zurück, finden etwas unseren Frieden, verlieren Anspannung und nach einer gewissen Zeit, ich sag mal nach 5 Tagen in Klausur, kehren wir zurück und sagen, okay, wir wollen das verhindern und dafür werden wir, um diejenige jetzt zu beeinflussen, werden wir ihr ein Geschenk schicken. 375 Gold. So, unsere Anspannung steigt wieder auf enorme 95, aber sie ist jetzt unserer Meinung. Und jetzt wird es aber spannend, weil, wisst ihr, was ich eben gerade vergessen habe? Dass das Ganze natürlich auch noch Prestige kostet. Ja, uns fehlen 426 Prestige. Ah, lecker. So, aber auch da können wir natürlich was machen, denn erinnert euch, wir konnten noch ein Titel erschaffen, nämlich das Herzogtum Jylland, und das werden wir jetzt auch erschaffen. Das gibt uns immerhin 300 Prestige. So, dieses Herzogtum müssen wir allerdings gleich mal weitergeben an den guten Radomir, weil wir ansonsten zu viele haben. Titel vergeben, Herzogtum Jylland. So. Alles klar. Dann ist erstmal das erledigt. Jetzt müssen wir also
warten, bis wir 5 Prestige haben, um diese Rechtsänderung durchsetzen zu können. Und da ist die große Frage, reicht die Zeit aus, dass sozusagen in der Zeit unser Schrecken nicht so weit absinkt, dass die sozusagen wieder anders tickt, ne? Ansonsten könnten wir natürlich auch Gräfin Yolanta noch ein Geschenk schicken. Das wäre schon auch eine Möglichkeit. Interessante Konstellation. So, das ist das eine. Das zweite ist, wir haben jetzt lange unsere Kinder so ein bisschen oder überhaupt die Gesamtsituation vernachlässigt. Wir schauen mal, was hier los ist. Unsere Frau sieht komisch aus. Unsere Frau ist verwundet, einbeinig, gichtgeplagt. Was ist denn mit der passiert? Was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung. Da geht es auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Aber sie hat Angst vor uns. Ist sie jetzt bereit, sich bekehren zu lassen? Nein. Selbst das verschreckt die plus 20. Sie bleibt ganz hart bei ihrem vidilistischen Glauben. Na gut, das ist unsere Frau. Wie geht's unseren Kindern? Wir haben unseren Haupterben, Prinz Niklot. Der ist immer noch so, wie er ist natürlich. Und er hat einen Fokus auch Reichtum, interessanterweise. Geht hier auch im Bereich Architekt vor. Wenn wir ihn nachher übernehmen, werde ich den auf jeden Fall auch ein bisschen anders angehen. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Er hat interessanterweise schon 2 Kinder. Clement ist inzwischen schon 8, ist immer noch herrisch, hat keine weitere Eigenschaft dazu bekommen. Außerdem gibt es noch Anna. Das heißt, Clement wäre sozusagen der König, der dann darauf folgen würde. Er hat übrigens von ihm einen Ausbildungsschwerpunkt Kriegsführung erhalten. Also mal tatsächlich was anderes. So, das ist der. Dann haben wir unseren zweiten Sohn Kasimir. Den habt ihr eben gesehen. Der ist 23. Der ist inzwischen reizbar geworden. Zusätzlich zu seinen Eigenschaften arrogant, paranoid und sadistisch. Also das passt irgendwie wunderbar, dass er jetzt auch noch reizbar geworden ist. Ja, der hatte wohl zu viel Anspannung da mal bekommen. Naja, sein Kampfgeschick hat sich dadurch erhöht. Diplomatie und Kriegsführung gesenkt. Er hat mit seiner Ehepartnerin Jadwiga, die wir ja gerade bestochen haben, auch schon ein Kind, nämlich Rychessa, was auch immer. Ein Mädchen, vermute ich mal. Und das ist eine Keucherin. Okay, eine vererbliche Eigenschaft. Ach du Schreck, wie ist denn hier die in die Linie gekommen? Über Jadwiga etwa? Die hat das nicht. Haben das ihre Eltern? Nee. Wie ist das denn passiert? Also bei uns war die auch noch nicht drin. Okay, das ist merkwürdig. So, und dann haben wir unseren jüngsten Sohn, Prinz Radomir, der ja verlobt ist dort, in dieses Königreich hinein. Und der ist inzwischen nachdenklich. Immerhin was Neues. Verwaltung und Bildung sind die Orientierung. Und jetzt ist es allerdings so, er hat sich, ich weiß nicht, wie das passiert ist, er ist ja Herzog von Jylland und da hat er sich jetzt irgendwie einen dänischen Vormund anschnacken lassen. Und das müssen wir beenden, weil wir können dann nicht mehr den Ausbildungsschwerpunkt bestimmen. Und ich denke, das sollten wir tun. Deswegen werden wir mal sagen, Vormund entfernen. So. Jetzt müssten wir eigentlich in der Lage sein, das hier zu verändern, oder? Nee, können wir nicht. Ernsthaft? Warum? Weil er schon Herzog ist? Kann das der Grund sein? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es mir nämlich vorstellen. Aber er ist doch 6. Mit 6 ist das normalerweise möglich. Und beim letzten Mal war es definitiv so, dass es am Vormund hing. Kann ich mich erinnern. Keine Ahnung. Was ist hier los? Fern der Heimat. Eine fremde Person wird mir vorgeführt. Er wartet seit einer Woche vor den Toren der Residenz, lässt meine Wache mich wissen. Der Mann verbeugt sich tief. Mein Name ist Torkan. Ich bin weit gereist und habe vieles gesehen, aber meine Familie und ich sind des Reisens müde. Nee, wir haben keinen Platz. Wir sind weiter Einsiedler. So, und diese Geschichte ist jetzt zu Ende, auch ohne uns. Das ist gut, wir können jetzt, glaube ich, mal alle auflösen, dann ist die Sache vorbei und sie hat das Ganze verteidigt. Also war überhaupt nicht so kompliziert. Gut, soweit dazu. Wir müssen jetzt nochmal nach Lösegeldern schauen und ja, wir müssen gucken, dass wir unsere 500 Prestige zusammen haben. Engelbrecht, ein Gefangener, ist gestorben. Ja, die Gefangene. Wir haben 13 Gefangene. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, was hier los ist. 66 von 180.
Ja, nehmen wir mit. Was haben wir hier? 124 von 180. Nehmen wir auch mit. Gamal. 15 von 180 ist schon Döver. Rolf. 81 von 180 will er nicht. Graf Piotr. Ach, das war der, wisst ihr was, der Ehebruch begangen hatte, wo wir aus rechtlichen Gründen ihn eingesperrt haben. Aber eigentlich, wisst ihr was, das haben wir nur. Aber wir verlieren Schrecken, wenn wir das so machen. Wieso Bekehrung? Verbannen könnten wir ihn auch. Wisst ihr was, wir lassen ihn raus für ein Druckmittel. Das passt mir ganz gut. Weil eigentlich hatten wir da kein großes Interesse, das wirklich zu verfolgen. So, das ist nur ein Kind. Glaube ich zumindest 12. Ja. Der kann einfach so gehen. Und dann haben wir noch den Herzog von Lutetia. Das finde ich eigentlich zu entzückend. Wir könnten allerdings auch die Bekehrung verlangen von dem Herzog. Das war natürlich ein perfider Schritt. Allerdings wollen wir den sowieso angreifen. Wir hatten das ja so ein bisschen viel Eich zum Ziel erkoren. Insofern, naja, nee, lassen wir das mal. Da kriegen wir bestimmt vielleicht noch was raus. Irgendwann wird das Herzogtum. Andererseits, wenn der Herzog da ist, vielleicht kämpfen sie dann besser gegen das Heilige Römische Reich, ne? Wobei, ist der eigentlich im Aufstand? Nee, der ist irgendwie doch gar nicht beteiligt. Stimmt, der ist ja auf der anderen Seite. Das habe ich jetzt verwechselt. Der war ja gar nicht bei den Rebellen. Ja, insofern ein Grund mehr, dass der eigentlich noch in unserem Kerker bleibt. Oder er ist ja eigentlich nicht streng genommen im Kerker. Unter Hausarrest sind die Adligen. Das passt schon. So, Oberhäuptling Sprudeik hat einen Krieg gewonnen gegen Kurland. Ja, Kurland existiert nicht mehr. Estland ist jetzt da zur mächtigsten Kraft geworden. König Pentti räumt da ordentlich auf. 52. Die Frage ist, aber wir kommen da nicht rein. Ja, unseren Sohn, wir hätten. Ach, das ging ja wieder nicht, wegen Verwandtschaft oder so. Wir kriegen kein Bündnis mit Estland. Die werden jetzt selber stark. Was? Die haben 7000 Mann zur Verfügung? Ja, 6000 eigentlich. Mit den Verbündeten. Das ist ja Wahnsinn. Echt krass. Aber die Stämme, die können viel mobilisieren. Das ist schon enorm. So. Wir sind bei 403 schon angelangt. Das ist jetzt das große Ding. Ein Waffenstillstand. Das war damals gegen die Dänen, ne? Ach, schaut mal. Der dänische König ist jetzt nur noch Graf von Son. Das ist davon übrig geblieben, von Dänemark. Das sind die letzten Besitztümer. Das interessiert uns dann auch relativ wenig. So, König Mischlaf hat. Aha, einen de jure Krieg um die Grafschaft Lukom gewonnen. Interessant. Okay, aber das ist doch nicht Teil von. Verstehe ich jetzt gar nicht. Wieso hat er es gewonnen und es ist Teil von Ruthenien? Komisch. Vielleicht, das kann. Ah, wisst ihr was? Das kann ein interner Krieg gewesen sein und der hat mitgeholfen, dort zu kämpfen. Das wird vermutlich der Fall gewesen sein. Ich glaube, das war ein interner Konflikt. Okay, also der Waffenstillstand interessiert uns hier nicht weiter. Uns interessiert jetzt die Königsgeschichte. Hier wird uns angeboten, dass wir irgendjemanden auslösen. Gräfin Christina, ja, aber du konntest doch nicht zahlen eben. Das ist halt wirklich merkwürdig, dass wir diese Anfragen bekommen. Ach nee, hier waren wir noch gar nicht, aber er kann nicht zahlen. Ich will auf keinen Fall zustimmen, falls wir jetzt Schrecken verlieren. Er wird niemals Lösegeld bezahlen. Ist das die Gräfin, um die es geht? Gräfin Christina. Ja, das muss die sein. Passt auf, wir machen das händisch. Wir lassen die frei. Verlangen aber eine Bekehrung und ein Druckmittel.
Okay, damit ist die frei. Und was? Es gibt eine gefährliche Fraktion. Ah, schon wieder die dänischen katholischen Populisten mit 17 Mitgliedern. Oh Gott. Ja, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Das ist halt an sich, ich meinte, vielleicht ist die Idee eines eigenen nahen Königreichs Dänemark vielleicht von der Hinsicht gar nicht so übel. Dann ist das Problem im Prinzip beseitigt, weil das wird immer wieder auftreten. Ne? Wir können da gar nicht so schnell konvertieren. Wir sind ja schon seit Ewigkeiten am Konvertieren von Santok. Das dauert 15 Jahre, eine Grafschaft. Das ist der Hammer. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Herzöge eigene Konvertierungsleistungen durchführen. Weiß ich nicht. Andererseits, jetzt sind wir diesen Weg gegangen. Jetzt werden wir auch fortführen. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Das ist auch kein Problem. Ich meine, die Truppen haben wir. Das werden wir vermutlich viele, viele, viele Bauern werden. Aber wir haben schon mal so einen Bauernkrieg gewonnen. Ja, sie können jederzeit ein Ultimatum stellen. Und der Bürgermeister von Trelleborg ist natürlich mal wieder vorne mit dabei. Und das, obwohl wir schon eigentlich zu unserer Religion gemacht haben. Ja, das darf nicht. Das darf nicht wieder so passieren. Okay, da geht's los. Also, der Krieg beginnt. Erneut sammelt die Truppen. Ja, und das gleiche Spiel, das haben wir schon mal gespielt. Es ist wieder überall verteilt. Also alle, die noch irgendwie unzufrieden sind, kämpfen erneut mit. Also wenn das jetzt alle 2 Jahre kommt, ist das natürlich echt ein substanzielles Problem, ne? Na gut, was hilft's? Wir brauchen nicht jammern. Wir sammeln mal hier unsere Truppen. Die müssen wir dann trennen und dann schauen wir mal. Trelleborg ist mal wieder mit beigetreten. Ah, sie gehen auch gleich auf die Schiffe, das ist unschön. Aber da unten ist eine relativ große Armee. Ja, die werden wir vermutlich direkt alle wieder hier irgendwie hinfahren. So wie beim letzten Mal. Wir marschieren erstmal da runter. Wer ist Befehlshaber? Leszek? Ja. Gibt es noch einen besseren Mann? Piotr Fortner. Er ist Glaubenskrieger. Das könnte hier helfen. Am Ende ist das ja auch ein durch Glauben motivierter Krieg. Ja, bleibt mal schön da, bitte. Gott sei Dank, sie bleiben da. Okay, tatsächlich. Im Reich ist jetzt dieser Krieg verloren gegangen. Aber nein! Es ist wieder... Oh, ich habe es wieder missverstanden. Der Befreiungskrieg ist wieder nur ein Rechtskrieg gewesen. Ich hasse diese Formulierung. Echt, das bringt mich jedes Mal wahnsinnig durcheinander. Von wegen, es zerfällt. Na gut, aber wir müssen festhalten, es ist mit Abstand schwächer. Weil maximal haben sie jetzt nur noch 10.000 Mann zur Verfügung. Und damit brauchen sie uns nicht mehr angreifen. Wir haben jetzt 7.700. Wir können jederzeit mit unseren Mitteln fast 3.000 holen. Also ich würde mal sagen, ab diesem Moment sind wir mehr oder minder ebenbürtig. Und das ist beruhigend. Also müssen wir erstmal die Bauern jetzt als nächstes besiegen. So, die erste Truppe ist geschlagen. Die nächste gehen wir dort hinten an. Ja, da landet sogar, glaube ich, noch eine. Das passt. Ah, die kommen jetzt praktischerweise alle in unsere Richtung. Hervorragend. Es sind diesmal auch etwas weniger, ne? Na, zumindest jetzt 10.000 nur noch. 3.000 haben wir erlegt. Minimal weniger. So, eine Belagerung gibt es dort. Aber wir marschieren jetzt erstmal auf die 3.300 Mann zu. Wir bleiben jetzt auch mal hier beisammen. Das ist okay. Die wollen dort noch helfen. Aber das wird ihnen nichts nutzen. Die Angreifer haben noch nicht mal einen Anführer, so wie es aussieht. Okay. Die haben wir besiegt. Ja, dann sind da jetzt nicht mehr so viele... Oh. Der Bürgermeister von Parchim wurde getötet. Wo ist denn jetzt noch der Rest? Da sind 4.000 Mann, die in unsere Richtung ziehen. Da sind 800. Wir ziehen erstmal ein bisschen runter und schauen mal, wo die jetzt an Land gehen. Da oben. Oder?
Ne, die gehen da nicht an Land. Die fahren nur auf die andere Seite. Was auch immer die da jetzt wollen. Da gehen sie an Land. Okay, alles klar. Hier soll so eine Art Sammlung stattfinden. Dann werden wir uns dort mit ihnen treffen. Und die Entscheidung suchen. Ja, also wenn nicht gerade irgendwie ein anderer Krieg tobt, der knapp ist, sind diese Bauern eigentlich nur lästig. Keine wirkliche Gefahr. Aber natürlich, wenn ein Krieg wirklich läuft, dann kann es schon super unangenehm werden. Und das Ganze ist vorbei. Geht da eigentlich auch der Eifer runter? Wäre eigentlich ganz schön. Also eigentlich für 10 Jahre müssten wir eigentlich Ruhe haben durch den Faktor Einheimische befriedet. Das hat aber das letzte Mal nicht so gut geklappt. Gut, auf jeden Fall bekommen wir Schrecken. Oh, das ist ja hervorragend. Und ich weiß gar nicht, ob wir Prestige bekommen haben. Ich denke ja. Damit hat sich jetzt eine Fraktion aufgelöst und wir müssen jetzt entscheiden, was wir mit den Gefangenen tun. Das machen wir alles nicht. Das können wir mal wegnehmen. Und Truppen werden aufgelöst und Gefangene werden angeschaut. Wir haben den Bürgermeister, der da zum zweiten Mal jetzt aufbegehrt. Langsam habe ich jetzt die Schnauze voll. Aber wisst ihr was? Vielleicht war das ja. Vielleicht können wir was erreichen, wenn wir sagen, dass der bekehrt werden soll. Oder was passiert eigentlich, wenn wir den jetzt hinrichten lassen? Das ist ein Akt der Tyrannei. Das ist allerdings ein Problem. Das wollen wir nicht. Pass auf, dann verlangen wir mal die Bekehrung. Wir können ihn natürlich auch verbannen, aber auch das ist ein Akt der Tyrannei. Das ist in dieser Situation sehr schwierig. Wir nehmen das mal mit dem Bekehren. Ich gehe mal davon aus, dass er dann an keinem katholischen Aufstand mehr teilnimmt. Insofern kann er frei. Was haben wir hier für einen? Der ist zu nichts nutze eigentlich. Lösegeldforderung scheint nicht möglich zu sein. Dann verschwindet er so. Kann hier schon wieder bezahlt werden? Nein, Gott, wir haben so viele in den Gefängnissen. Das ist alles derselbe Lehnsherr, da kann nicht bezahlt werden. Hier 81, aber das wird er wiederum nicht annehmen. Geht also auch nicht. Der Herzog will nicht. Was haben wir hier noch für Kinderlein? Bei Kindern Bekehrung zu machen, das könnte strukturell helfen. Machen wir das mal. Hier kriegen wir offenbar auch kein Geld. Hier haben wir noch Kinder. Da wird aber nicht gezahlt. Dann machen wir auch hier die Bekehrung und die Druckmittel. Wer weiß, wie sich das noch mal auszahlt. Also das gleiche Ding. Okay. Gut. So, wir brauchen nur noch wenig warten, dann haben wir die 500 und dann bin ich gespannt, ob das so klappt oder ob da noch irgendein anderer Faktor dazwischen kommt, den ich nicht berücksichtigt habe. Wir werden es gleich sehen. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Bis dahin denke ich, gibt es jetzt erstmal akut für uns nichts zu tun. Schwedische katholische Populisten sind entstanden. Na, großartig. Diese werden auch gleich aktiv werden, so wie es aussieht. Naja, dauert noch ein bisschen, ehe sie dann ein Ultimatum stellen. So wäre es hier. Ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert. Ah, Sporodek. Der hat eine bessere Meinung von uns. Positiv jetzt sogar unser Schwager. Interessant. Samogitia, da ist der Teil. 485 haben wir und wir haben eine neue Entdeckung gemacht. Das ist auch spannend. Börs. Warte, das war nicht die Entdeckung. Da müssen wir auf die Kultur gehen. Die ist automatisch gekommen. Ich glaube, das war noch Frühmittelalter, ne? Genau. Das schaltet alle Militärgebäude frei. Wir können die Vasallenbande auf Mark noch verändern und die Aufgebotsgröße erhöht sich. Das heißt, wir haben ein paar mehr Männer. Sehr, sehr schön. Und, oh mein Gott, das ist jetzt ein bedeutsamer Moment.
Wir können ein erstes Dynastievermächtnis wählen. Das ist aber spannend. Das werde ich auf jeden Fall nicht jetzt machen, sondern mir nochmal gut überlegen. Ich will aber noch eine Sache gucken. Ja, genau. Das will ich euch mal zeigen, was die Mark bringt. Wir gehen mal auf irgendeinen beliebigen Vasallen und wir sehen Mark hier. Bringt uns weniger Steuern. Für den Vasall bedeutet das, sein Armeeunterhalt sinkt und er hat erhöhte Aufgebots- und Garnisonsgröße. Und es gibt einen Verteidigervorteil in kontrolliertem Territorium. Also gut halt im Grenzgebiet, wenn man dort vielleicht durch einen anderen selber expandieren, in diese Richtung weiter expandieren will oder dort in die Richtung oft verteidigen muss. Dann passt das. Gut, ich warte aber auf jeden Fall jetzt noch die 2 Monate ab, dass wir die 500 Prestige haben, weil das soll doch jetzt ein bisschen der Höhepunkt sein. Und, na, das ist ja ein Ding, auch eine interessante Entwicklung. Herzog Jaromar hat eine Nebenlinie erschaffen, Krutoi Stino oder so. Wahrscheinlich von Stett. Nee, keine Ahnung, wie er auf diesen Namen kommt. Schitno. Schitno, okay. Alles klar. Das ist also eine Nebenlinie. 2 Häuser haben die Krutois jetzt. Interessant. Wir haben die 500. So, und die 500 bedeuten, dass es jetzt spannend wird, ob sich hier was geändert hat. Nein! Nein! Gräfin Yolanta. Der Schrecken scheint nicht mehr zu wirken. Passt auf, dann müssen wir genau das machen, was wir eben gemacht haben. Und über diese Sache. Das ist jetzt ganz interessant eigentlich. Diese Entscheidung wird jetzt eine Konsequenz haben. Nämlich, wir werden hier, ja, wir werden in eine Krise kommen aufgrund dieser Entwicklung. Finde ich aber ganz passend, weil das doch wirklich jetzt ein Akt ist für unseren König in mehrerlei Hinsicht. So, wir sind erstmal überwältigt von Anspannung. Dennoch hat das Geschenk, denke ich, seine Wirkung erreicht. Hoffe ich doch. Sie ist immer noch dagegen. Ernsthaft? Na, wie auch immer. Wir haben jetzt einen geistigen Zusammenbruch zu beschäftigt. Bei Sud, die Bittsteller des Reiches stehen in letzter Zeit wirklich Schlange. Die Arbeit scheint mir schier endlos. Und da tritt auch schon der nächste vor, offenbar ein notleidender Kaufmann oder dergleichen. Bringt ihr mir eure Steuern? Nein, dann kümmert es mich nicht. Der Kaufmann schaut mich mit offenem Mund an und blinzelt schockiert. Habe ich etwas Falsches gesagt? Okay. Denn noch und dann will ich allein. Ach so, den noch und dann will ich allein sein. Das ist relativ banal. Weil wir einsiedlerisch sind, können wir darauf zurückgreifen. Vielleicht würde mich ein neuer Umhang aufmuntern. Okay. Wir könnten verschwenderisch werden. Oder wir sagen, ich bin der König, ich schaffe das. Ja, ich sag mal, die erste Variante ist irgendwie die wahrscheinlichere. Aber ich will die zweite gar nicht ausschließen in so einer Situation, in so einer extremen Situation. Wisst ihr was? Aus diesem Grund nehme ich mal die Würfel. Für mich kommen aber jetzt nur die ersten beiden Sachen. Frage mal schauen. Vielleicht kompensiert er das ja mit Verschwendung. Und ich würfle eine 5, tatsächlich. Okay. Okay, verschwenderisch bedeutet, monatliche Einnahmen reduzieren sich, Prestige steigt aber und Anspannungsverlust verbessert sich auch nochmal. Gut, diese Eigenschaft haben wir bekommen. So, jetzt aber nochmal, wir lassen mal ein bisschen laufen. Hat das alles jetzt nichts gebracht? Ernsthaft? Die Meinung hat sich nicht. Warte mal, hat sie denn kein Geschenk? Plus 8 hat das Geschenk nur gebracht. Ernsthaft? Tja, Leute, dann sieht es so aus, als ob wir hier nichts tun können. Außer, nee, wir können noch nicht mal, sie ist erst 14, wir können noch nicht mal sie persönlich beeinflussen. Zu härteren Maßnahmen, manche würden ja sagen, wir müssen sie umbringen oder sowas, werde ich mit Sicherheit nicht greifen. Wenn das so ist, dann ist das sozusagen jetzt ein Schicksal unseres Königs, dass das jetzt möglicherweise oder unseres Reiches, dass das jetzt möglicherweise passieren wird. Sag mal, ist jetzt hier doch die Spaltung passiert?
Es ist doch die Spaltung passiert. Oh mein Gott. Alles ist zerbrochen. Oh Gott, Leute. Okay, ich muss Schluss machen. Hier passiert so viel. Ich habe völlig überzogen, was sonst gar nicht meine Art ist. Viel zu tun. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwallen.